Hey, meine Rabauken, und herzlich willkommen zu einer neuen Episode zusammen mit Ebro. Hallo. Hallöchen. Hi. Wir haben hier drei Lastwagen zur Auswahl. Wir pirschen uns direkt hier bei Rot Team ran. Rot. Zack, Rot, Team Yay. Rot, Alter. Okay, oh, das sind voll. Unsere Fans. Die sprechen zwar kein Deutsch. Und, Alter, was ist das, ein Eierkopf, ey? Die sprechen zwar kein Deutsch und kennen uns auch nicht, aber die gehen mit uns jetzt auf eine Reise. Wir gehen nämlich eine Runde campen. Aber das hat einen kleinen Plot-Twist. Und zwar muss man überleben. Ja, man wird angegriffen und es passieren so Rätsel und so Kram, ne, so coole Sachen. Und man muss überleben. Jede Nacht gibt einen Punkt und wer am Ende der King ist, der lebt noch. Ja, erstmal hinsetzen oder erstmal chillen nach dieser aufwendigen Fahrt hier. Wir versuchen so lange wie möglich zu überleben. Drei Nächte schaffen nur 6%. Boah. Also sehr, sehr wenig. Wir probieren unser Bestes. Ja. Was ist der vor uns gerade? Keine Ahnung, was die machen. Lasst auf jeden Fall ein Like da. Wenn ihr mehr Roblox sehen möchtet, werde ich mich sehr, 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 sehr freuen. Abonniert direkt auch den Kanal, wenn ihr zu Team Benson gehören wollt. So, okay, die Nacht kommt. Da stand, wir sollen uns einen... Hier kann man gar nicht langlatschen, ne? Wir sollen uns einen sicheren Platz suchen. Ach doch, hier kann man doch lang. Na, vielleicht ist hier oben ist ganz sicher. Das sieht sicher aus. Ja, ich glaube, das ist echt gut. Ja, ja, lass mal hier hoch. So, zack. Oh, alle laufen uns hinterher, Ebro. Oh nein. Ja, wir sind ein Team. Ey, jetzt überleben wir. Oh, warte, das ist noch sicherer, glaube ich. Okay, direkt übel verkackt. Nee, das geht nicht. Doch, das geht locker, pass auf. Doch, warte, ich stelle mich auf deinen Kopf und springe dann dahin. Warte, ich stelle mich auf den Kopf von den... Oh, es geht nein, nicht. Du kannst das nicht schaffen. Okay, das geht auf keinen Fall. Ist hier irgendwo eine... Ja, wann kommt denn jetzt hier mal die Nacht, ey, hallo? Oh, ich komme da echt nicht drauf. Lass uns mal die Hütte da hinten erkunden. Ich glaube, hier wird gar nicht Nacht. Was... Leute, dass die alle hinterherlaufen, macht es jetzt auch nicht unbedingt einfacher. Da kommt man nicht rein aktuell. Gibt wohl eine Höhle hier hinten irgendwo. Eine Höhle. Oh, da! Ich sehe keine Höhle. Da an der Wand. Meinst du, es ist clever, in so eine Höhle reinzugehen? Ich weiß es nicht. Ich glaube ja. Dort, wo es dunkel ist, am besten hingehen. Warte, hier gibt's doch. Warte mal. Oh, ah, Höhle. Camp. Ein Brunnen. Kann der was? Rein? Ja, locker kommt da ein Monster später raus oder so. Das ist gruselig, lass lieber weggehen. Okay. Aber ich glaube, in die Höhle kann man. Oh, das ist auch eine winzige Höhle. Tja. Hä? Nee, okay. Hier ist die unter Wasser. Ist ein Licht. Ach nee, dachte ich, das sieht komisch aus. Ja, aber hier. Ja, irgendwie ist man hier auch in der Falle, ne? Ich weiß. Ja. Ist hier eine ist ein Geheimgang, oder? Ah, nee, dachte ich, aber ich glaube, das ist die Map. Sieht nur so komisch aus. Durchbang. Oh, die Nacht kommt, Alter! Oh, sie ist halt direkt da, ne? Meinst du, wir sollen hier bleiben? Ich weiß nicht. Ich glaube irgendwie nicht, dass das so eine schlaue Idee ist. Ich auch nicht. Lauf hier einfach rum. Oh, oh. Oder? Oh nein. Hey, ich sehe gar nichts mehr. Vielleicht sollten wir doch wieder da. Oh mein Gott. Oh, Wir wollen eh zurück. Okay. Wir sollen uns hier Geschichten am Lagerfeuer erzählen. Ja. Alles klar. Ja, hallo, ich bin der Benson. ich mag gern Pommes, Bratkartoffeln. Oh. Kroketten sind aber übel geil, oder? Welches Kartoffelprodukt mögt ihr am meisten? Ich mag Pommes sehr gern. Pommes? Echt? Aber Kroketten sind übel geil. Kroketten sind oder Kartoffelpüree. Auch mega geil. Also ja, das war meine Geschichte. Ich gehe jetzt pennen. Tschüssi. Ja, was passiert denn jetzt hier? Passiert denn? Oh, lauf! Wohin? Wenn ich renne hinterher. Alter, da ist ein Monster gewesen oder so. Das hat einen gekillt. Ich hab's nicht gesehen, ich hab's nicht gesehen. Ja, ich hab's auch nicht gesehen. Ich hab nur gesehen, wie er den einen gekillt hat. Hä, war da ein Monster gerade? Da ist doch was. Ach nee, das ist dieses Schild. Das ist dieses Schild. Oh Gott. Okay. Oh Gott. Alter, wenn mir jemand sagt, renn, dann renne ich ja was. Kannst du ja wissen. Was war das? Ja, das frage ich mich auch, ey. Oh Gott, ich hab Angst. Es hat aber einen erwischt. Guck mal, da ist ein Zettel am Baum. Oh ja, lass den mal lesen. Was steht da? Oh, da steht Camping Trip. Alter, da steht, Kroketten sind geiler als Pommes. Da kann ich dem Spiel noch recht geben. Oh, wir müssen irgendwo runtergehen. Okay, die Höhle. Nein. Man kriegt Schaden, wo ist die Höhle, Ebro? Oh, ich weiß es nicht. Oh. War die hier nicht in der Ecke? Die Hütte ist hier in der Mitte, ich gehe zur Hütte. Oh, Ebro, ich werde sterben. Ich überlebe nicht mal die erste Nacht. In die Mitte. Ja, weißt du, wie lange ich brauche? Ah, hier ist die Hütte. Oh, halbe Energie weg, ey. Schnell. Geht's hier rein? Nein. Ja, doch, komm. Alter, ich habe ganz schön viel Schaden bekommen, ey. Oh ja. Mann. Die erste Nacht direkt übel schwer, ey. Aber wir haben sie überlebt. Ich hab's echt nicht erwartet, dass es jetzt noch regnen wird. Ich auch nicht. Ich dachte, ein Event pro Nacht. Kann man hier rausgucken? Alter, ja, das ist ein Fenster, Ebro. Kennst du? Nee, hab nicht genug Ebro, Kroketten gegessen. Ebro wohnt im Bunker. Die hat keine Fenster bei sich. Oh Mann. Oh, man kann es auf und zu machen. Oh Gott. Das war ich. Du hast ja Angst gemacht. Das war ich. Die Sonne geht auf. Ja, von wegen, Alter. Es regnet immer noch. Oh. Das ist eine Verarsche. Tür zu. Es zieht. Aua.
Ja, ganz nett. Du hast meine Nase eingeklemmt. Oh, Leute, es tut mir leid. Ist okay, ist nicht schlimm. Let's go, Alter. Tag wieder. Ja, aber guck mal da hinten. Alter, das sind. Okay. Ein Zelt ist also verschwunden, das ist klar. Ja. Wir kommen jetzt. Es gibt aktuell noch geblockt, da musst du erst die Geschichte erzählen. Wir passen nicht alle in ein Zelt! Okay, das heißt, manche müssen jetzt in die Höhle. Na, okay, dann gehen wir in die Höhle später. Aber das erstmal zu diesen. Alter, die haben irgendein Tier erlegt. Was geht denn jetzt hier? Was machen die denn? Alter, der redet mit uns. Er ist Ranger Daniel. Wir glauben einem Bär. Ja, von wegen Bär, Alter. Das waren irgendwelche krassen Monster. Ey, das, man sollte nicht über die Fallen da laufen. Lol. Okay, wir haben geplant, aber dieser Bärfallen aufzustellen, damit die Klempern quasi das Camp hier sicher ist in der Nacht und so weiter und so weiter. Ah. Ich vermute mal, die geben uns jetzt ein und dann können wir die platzieren gegen das Monster, oder? Ja, oder die platzieren das selbst und wir dürfen da nicht reinrennen. Ah ja, das kann auch sein. Ja. Ja, dann scheint kein Bock mehr. Gespräch ist zu Ende. Na gut. Ich dachte, er erzählt uns jetzt irgendwie doch, aber hat wohl keinen Bock. Ja, lass die eigentlich schon mal zur Höhle gehen, oder? Nacht Nummer 2. Vergesst nicht, nur 6% schaffen 3 Nächte. Also wenn wir jetzt die über... wir sind alle in der Höhle. Aber es ist... weil es nicht genug Platz im Zelt ist. Nicht alle schaffen es. Ja, aber das verstehe ich jetzt nicht ganz. Also ja, es passt nicht alle ins Zelt und deswegen sind jetzt alle in der Höhle. Hä? Wir könnten da nicht auch ein paar im Zelt... Oder sind das nicht alle? Das ist einer verschwunden, Alter, oder? Hä? Ey, es sind nur noch voll wenige, ne? Wir waren viel mehr am Anfang. Oh ja, wir sind echt mega wenige. Hä, aber... Ich stelle mich in die Ecke. Ich glaube, manche müssen rausgehen, damit wir in der Höhle sicher sind oder irgendwie sowas. Hm. Aber wer möchte sich opfern? Ja, ich auf jeden Fall nicht. Ich auch nicht. Wir schieben Leute raus. Ja, nein. Oh, wir haben den Picknickkorb vergessen. Ja, holt den mal jemand. Ich hole den auf jeden Fall nicht. Jemand mit viel Leben sollte das machen. Ja, ich habe nicht viel Leben. Aber man muss wirklich ein! Ja. Oh. Oh komm, bitte kann das einer von euch machen. Ja, hier, komm. Hier, du hast voll Energie. Cool, Wolf Girl, Alter. Leg mal los. Hier, guck mal, der hat noch gar keinen Schaden bekommen. Ja, oder Jack auch. Oder die. Ja, ich schaff's nicht bis dahin. Ich kann nicht. Ich würde ja super gerne, ey. Ja, in diesen Säureregen. Alter, die läuft mal. Oder der geiler Typ, Alter. Danke. Ich kann nicht in den Chat schreiben, aber schreib danke, Ivo. Mach ich. Also ich hätte es natürlich auch gemacht, wenn ich mehr Energie hätte. Ja, ist ja ich auch. Wir sind aber beide halb down. Deswegen ist es aber ich bin down da. Er kommt! Oh. Aber er hat keinen Korb in der Hand. Hä? Oh, ihn hat's erwischt. Nein. Oh nein! Aber er hat den Korb gebracht. Es war jetzt so knapp. Ihn hat's wirklich so mit einer Sekunde erwischt. Jemand schreibt nicht essen. Oh. Ist es nicht. Ist es nicht. Ich hab's nicht gegessen. Ich hab's nicht gegessen, oder? Wenn dann aus Versehen. Das ist Gift. Alter, was ist Gift? Ach, ich hab. Meinst du? Da ist irgendwas oder der komisches verarscht? Dran. Hey, zeig mal. Nimm mal die Hand. Nee, es sieht stinknormal aus. Nee, da sind so, gucken solche komischen Sachen am Rand raus. Ja, das sind Bohnen oder so, Kraut, was weiß ich. Das ist Sauerkraut. Okay. Alle sind ziemlich glücklich und ein Sandwich war vergiftet. Aber nicht alle. Oh nein, das hätte locker geheilt. Ich hätte es mal essen sollen, Ivo. Oh nein. Weil wenn nur eins... Okay, vielleicht hätte ich das Vergiftete gehabt. Das weiß man halt. Alter, der hätte das Vergiftete. Oh nein. Mann, Ivo, ich hätte meins essen sollen. Du hast mir eine Falschaussage hier gesagt. Es tut mir leid. Ich dachte alles... Also der hat es gesagt, alles. Also ich glaube, die heilen. Also denke ich mal. Weiß ich jetzt nicht. Tschüss. Okay, den hat es erwischt. Wie viel sind wir jetzt noch? 3, 6, 7, 9 oder so, ne? Ja. 8, 9 irgendwie. Ja, 8 Leute. Oh, der Sturm hat die Höhle zum Einstürzen gebracht. Oh, oh. Das ist nichts gut. Nichts Gudi. Nichts Geht hier guter. Irgendwas auf? Wir müssen einen neuen Weg finden. Oh, vielleicht war es doch hier ein Weg. Ja, ja. Was ich guck gerade. Man muss bestimmt irgendeinen Stein andrücken. Ah, okay. Ah, der hat's hier. Oh. Die gehen alle rechts. Oh, oh. Ich glaube, die kennen sich aber aus. Ne? Ich gehe auch mal rechts. Locker sind wir jetzt alle tot einfach. Oh Gott. Okay. Ja, guck mal, da waren okay. Wir sind jetzt Stacheln. Hier. Wo sind wir jetzt hier? Ah, hier geht... Aber, nee. Er geht jetzt hier raus. Er müssen vielleicht hier warten. Muss es doch rausgehen. Wir müssen warten, glaube ich. Vielleicht passiert was. Der eine ist da noch oben gewesen. Komm runter. Wo ist er denn? Hier, jetzt ist er da. Okay. Mach mal die Bude auf hier. Zweite Nacht überlebt, oder? Oh, hier ist ein Oh Gott. Okay, das ist so ein bisschen Jump'n'Run. Fluors Lava. Oh, Alter, die steigt. Die steigt krass schnell, die Probe. Oh nein, ich bin ganz hinten. Ich habe Angst. Ja gut, solange du nicht runterfällst, ist nicht schlimm. Nur runterfahren darfst du nicht. Ja, das ist einfacher gesagt als getan. Alter, ich sehe die ganze Zeit deine Anime-Haare da hier in meinem Bild. Wenn das da ist, ich glaube schon.
Boah, ich glaube, das sind eher die Flügel von der einen. Ja, ja, das kann auch sein. Oh Gott, ich bin die Letzte, Mann. Schaffst du es? Oh, ich hab's geschafft. Jawohl. Die warten. Ich gehe da nicht als erstes durch. Ich gehe da nicht als erstes durch. Hey, wie ist die das Wasser steigt, das Wasser steigt. Geh durch. Oh, nee, bis hierhin. Okay. Boah, man kommt da eh nicht durch. Ui, Spaß. Boah. Alter, heftig, Mann. Heftige Nacht. Also ich hoffe, dass das mir beim Campen niemals passiert. Ich weiß nicht, ich glaube, wir müssen warten oder so. Nacht Nummer 3. Okay. Der geht in das Haus. Ist das gut? Ja, ja, wir machen auch mal. Ich glaube, das ist eine gute Idee. Ich bin mir nicht sicher, ob das gut ist. Meinst du? Aber der hat noch keinen Schaden. Tür zu. Oh, oh. Oh mein Gott. Komm rein, Tür zu, du blöde. Ich hab Angst. Ich dachte gerade, ich hab was gesehen. Oh. Also ich will hier eigentlich auch gar nichts sehen. Kann immer aufhören, die Tür auf und zu machen. Mensch, ey. Holen wir uns noch eine Erkältung hier. Was soll denn das? Ja. Das ist das Oh, jetzt passiert was. Oh Gott. Oh Gott. Was passiert jetzt? Oh was Gott. Was passiert hier? Oh. Einer wurde gekidnappt. Nein. Fand das so übelst der Profi, ne? Ja. Ja, müssen wir den jetzt befreien oder wie? Aber eigentlich habe ich gar keinen Bock, den zu befreien. Oh ja, nö, finden und retten. Sollen wir zusammen rennen? Warte, der Rote rennt in die Richtung. Ich glaube, der kommt mal mit. Ich glaube, der Rote ist ein heftiger. Ja, die anderen schaffen das schon, Ebo, oder? Ja, ich wir gehen schlafen, besser ist. Hier mit dem Brunnen, der hatte noch nichts. Vielleicht ist mit dem Brunnen was. Oh Gott, ich weiß nicht, ob ich da reingucken will. Sieht aus wie Blut da drin, aber gut. Hier in der Ecke, die Höhle ist zu. Was gab's denn noch? Gab ja sonst nichts, ne? Gab's ein Haus noch am... Nein! Oh nein, Renben, nein. Oh oh. Oh oh. Oh oh. Oh oh. Oh oh. Das ist gar nicht gut. Nee. Aber wir überleben, wir schaffen's. Nein. Oh, ich bin da aus noch drauf. Nein. Alter, knappe Boah. Bude. Boah. Haben die den beide gerettet? Aber der ist weg, also der steht nicht hier. Ja. Tür zu, boom. Ja, es tut mir echt leid, dass wir den jetzt nicht retten konnten. Mann, ey! Ja, die haben den halt echt nicht gerettet, ne, den Arm. Ja. Ja gut, aber ich habe alles gegeben, ey. Wir haben echt ja, halt noch eine regnen. Daumenbreite hier. HP habe ich noch. Warum haben wir so wenig HP und die so viel? Ja, weil die wussten, dass es passiert. Oder die waren näher im Haus. Ich weiß nicht. Ja, aber jetzt haben wir gar nicht so viel Schaden bekommen. Das war halt davor, das Mal war heftig. Ja. Oh, wir müssen nach oben. Warte, ich weiß, wo es nach oben geht. Hier, Ebo. Hier hinten, ja. Der andere ist gestorben. Oh, schnell. Hup. Oh, das war schnell, das war nice. Oh, den Roten hat's erwischt, Alter, das war so knapp. Nein. Das war heftig knapp. Oh, wir sind nur noch 5 Leute. 5, Alter, wie viele waren wir am Anfang? 20, ich glaube 20 oder so, ne? Wir waren echt viele Leute. Sind wir hoch genug? Ja, es geht... Oh Gott. Aber das ist der höchste Punkt. Nee, passt, okay, passt. Alter! Oh, oh. Was ist das für ein... Hallo, hallo. Ja, wir haben keine Flügel, uns erwischt es nicht, also ist gut. Die wusste, dass der kommt, die wollte mit dem mit. Oh, die wurde gerettet, Alter, durch die Sonne. Oh mein Gott. Nein, die Sonne. Du hast es verdient, du hast uns angegriffen, bla bla bla. Das ist gemein. Das ist ein Höllenmonster, Ebro, Alter. Er wollte uns nur helfen. Ja, genau, er wollte uns helfen. Das ist dein Rucksack. Ja, ach, da steht auch bei dir mein Name. Ja, Ben. Ben. Okay, ich wurde erwischt, ey. Oh. Alter, ich bin's jetzt wirklich. Boah, das war übelst nice gemacht. Oh, hä, das habe ich gar nicht erwartet. Gott. Also, ich meine, klar, ich werde den Mörder. Ich habe euch alle verarscht. Ha, der wollte euch retten. Ich hoffe, euch hat die Episode gefallen, ey. Lasst auf jeden Fall ein Like da, wenn ihr auch überrascht wart, dass ich der Mörder war. Das habt ihr nicht gecheckt, ne? Abonniert auch meinen Kanal kostenlos, wenn ihr keine Folge verpassen wollt. Und dann sehen wir uns morgen. Haut rein, euer Benson. Tschö. Tschüss.